Ja, das wird dann mein erstes Video. Ich habe nur so eine billige Webcam und auch kein Mikrofon daran, deswegen habe ich hier so ein Oldschool-Headset noch, ein bisschen zu klein für mich, aber wenn ich so rumhängen habe, dann funktioniert das schon. Ja, also ich weiß eigentlich gar nicht, über welche Themen ich Videos machen soll und machen kann. Ich habe ziemlich viele Interessen und Hobbys. Also eines meiner Hobbys sind alte PCs zusammenschrauben, rumbasteln, testen. Das dürfte den meisten nicht interessieren. Großes Hobby momentan ist, neben über vieles nachdenken, wie in Bereichen Philosophie und Psychologie, Sport. Und zwar habe ich jetzt ein halbes Jahr lang intensiv Kraftsport betrieben und davor habe ich nur Kraftausdauertraining, ein bisschen Ausdauer gemacht und innerhalb des halben Jahres bin ich Kreuzheben, da hebt man Gewicht vom Boden auf, schon auf 200 Kilo gekommen, beim Kniebeugen auf 170 Kilo, Bankdrücken 118,5 waren es, glaube ich. Ja, dann habe ich damit vor 2 Monaten wieder aufgehört und mache jetzt Ausdauertraining wieder. Das ist meine Bestzeit bei 5 Kilometern, 20 Minuten 45. Da möchte ich baldmöglichst wieder hinkommen und dann noch 10 Kilometer Läufe machen, danach Halbmarathon. Aber da ich im Moment noch relativ viel wiege, mache ich erstmal 5 Kilometer und 10 Kilometer Läufe. Ja, Sport habe ich, Psychologie, Philosophie, Ernährung ist auch ein ganz großes Thema. Ich mal kurz hier zur Seite. Moment. Ist auch noch spiegelverkehrt. Also ich bin gerade noch gleichzeitig auf dem Weg, zusätzlich zu dem Umbruch von Kraftsport zu Ausdauersport, von vegan auf rohvegan. Also ich esse ziemlich viel rohköstliche Sachen, aber immer noch Reis und Kartoffeln, einfach weil ich es preislich momentan nicht anders realisieren kann. Die Diät ist 80-10-10 nennt sich das, also 80% Kohlenhydrate, 10% Fett und 10% Protein, also wenig Fett und wenig Protein einfach. Und meine Ausdauer, das ist jetzt schon enorm erhöht. Auch im Krafttraining kriege ich mir wieder Wohnung zusammen. Und da möchte ich ja beibleiben, konsequenter beibleiben. Ich verliere auch Gewicht, obwohl ich jeden Tag 4.000 bis 5.000 Kalorien esse. Nicht so intensiv Sport treiben in der Zeit, auch wegen dem Winter jetzt. Da merke ich, dass mein Stoffwechsel sich total runterfährt. Also ich mache trotzdem noch 7-mal die Woche Sport. Aber normalerweise würde ich bis zu 15, 16 Mal Sport machen. Einfach weil ich hyperaktiv bin. Ja. Ansonsten gucke ich gerne Serien, Animes, Filme. Das ist übrigens mein Stuhl, der so knarzt. Magic the Gathering, das ist so ein Sammelkartenspiel, was man mit anderen Leuten spielen kann. Das ist ein großes Hobby, verbringe ich sehr viel Zeit mit, neue kreative Ideen, ja, zu überlegen und in die Tat umzusetzen, auszuprobieren. Ja, ich muss kurz zeigen. Hat dann immer so ein Deck, ich habe das jetzt in Hüllen, bestehend aus 60 Karten. Und ja, man hat verschiedene Kartentypen und spielt dann gegen einen Gegner. Und auf den Karten steht halt immer drauf, was man machen muss. Es gibt auch noch allgemeine Regeln. Es kann sehr komplex werden. Kann man das erkennen? Scheiße, kennen wir uns.
Dürfte jetzt auch nicht so interessant sein. Ich weiß es nicht. Also ich weiß wirklich nicht, in welchem Bereich ich vieles machen soll, kann. Da werde ich mir in den nächsten Wochen, Tagen was überlegen. Und das soll dann erstmal ein Einführungsvideo sein. Alles klar. Dann verabschiede ich mich erstmal. Tschüss.